Hallo, mein Name ist Stefan Ebrink und ich möchte Ihnen etwas über den Funkkanal erzählen. Dazu haben wir eine Webdemo vorbereitet. Wir steigen mal gleich ein mit der Kanalübertragungsfunktion, anhand der ich Ihnen ein paar Besonderheiten des Übertragungskanals erklären möchte. Hier haben wir die Zeitachse und Sie sehen, über die Zeit tut sich sehr viel, starke Schwankungen, weil wir mit 100 km pro Stunde ein Mobiltelefon hier mal durch die Stadt fahren lassen. Hier ist die Bandbreite, die Frequenzen dargestellt, auch hier vieles an Änderungen. Und die Frage ist, wodurch kommt sowas zustande? Also können wir die Zeitimpulsantwort darstellen. Habe ich mal kurz hier angeklickt auf diesem Webinterface. Und hier haben wir einige Reflexionen auf dem Kanal, eine Mehrwegeausbreitung, die diese Frequenzselektivität bewirkt. Zeitselektivität, dass sich hier was ändert in Zeitrichtung. Die können wir ganz einfach abstellen, indem wir die Geschwindigkeit von 100 km pro Stunde mal auf lockere 10 km pro Stunde, Gehweg, auf dem Gehweg oder Fahrradfahrer einstellen. Dann sehen Sie, dass sich hier so Streifen bilden. Das bedeutet, dass sich in Zeitrichtung nicht mehr viel tut. Das Mobiltelefon hat in diesem Fall nicht viel zu verarbeiten. Die Algorithmik, die Signalverarbeitung ist relativ simpel. Wir können sehr hohe Datenraten fahren. Auch diese Erfahrung haben Sie bestimmt schon gemacht, dass Ihr Mobiltelefon im Datenverkehr, wenn Sie in einer statischen Umgebung sind, sehr viel besser arbeitet, als wenn Sie mit dem Auto durch die Gegend fahren. Sie können hier noch sehr viel mehr einstellen, ein bisschen rumspielen. Die Bandbreite des Signals oder auch die Trägerfrequenz. Ob das ein Mobiltelefonsignal ist, ob das ein digitales Radiosignal ist. Und es gibt auch eine dreidimensionale Darstellung, wo wir nochmal sehr schön diese Frequenzeinbrüche sehen, die durch diese Mehrwegeausbreitung passieren, Reflexionen an Gebäuden, an Bergen, die dann diese Frequenzeinbrüche generieren. Nochmal, über die Zeit ändert sich hier gar nichts, fast nichts, weil wir nur 10 km pro Stunde unterwegs sind. Und die Mobiltelefonie kann hier als so bei sehr hoher Datenrate passieren. Ich hoffe, wir haben Sie ein bisschen neugierig gemacht und uns freuen, wenn Sie hier mal reinschauen. Wir haben noch andere Webdemos für Sie vorbereitet über optische Kanäle und Ähnliches. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.